Hallo, hallo. Heute möchte ich euch ganz kurz eine Technik zeigen, und zwar, wie man den Tag zur Nacht macht. Ich habe hier ein Foto von CG Textures. Das ist ja ein Gebäude mit ein paar Personen, und dieses Foto wurde bei Tageslicht aufgenommen. Jetzt wollen wir aber das Ganze in eine Nachtstimmung umwandeln. Ich dupliziere hier mir die Ebene zweimal. Im Normalfall reicht eine Kopie, aber hier mal zum Herzeigen. Ich taufe hier diese erste Ebene mal Tageslicht. Dieses Foto wurde bei Tageslicht aufgenommen. Und interessant ist hier diese zweite Kopie. Taufe ich hier Nacht und verwende hier die Methode Subtrahieren. Ja, jetzt ist schwarz auf schwarz. Die Ebene subtrahieren, also die Einstellung subtrahieren, zieht mir eigentlich die gleiche Pixel und die gleichen Pixel voneinander ab. Und naja, das gleiche Foto voneinander subtrahiert ergibt schwarz. Wenn ich hier aber den Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußschen Weichzeichner anwende, ja, dann verschieben sich hier die Pixel ein wenig. Und schon ergibt sich hier diese dunkle Kontur, es wird einfach schwarz, dann dunkler. Den Radius, ja, nach Gefühl einfach probieren. Ich bin hier bei circa 2 Pixel. Bestätige mit OK. Jetzt setze ich die Deckkraft noch etwas runter und schon haben wir hier den Tag fast zur Nacht gemacht. Zusätzlich wende ich hier unter dieser Tageslichtebene, ich gehe mir den Hintergrund, noch eine neue Einstellungsebene, und zwar Farbfläche, wähle hier ein komplettes Schwarz, okay. Und von dieser Tageslichtebene setze ich die Deckkraft auch etwas zurück. Und schon haben wir den Tag zur Nacht gemacht. Okay, kurze Zusammenfassung. Tageslichtebene oder das normale Foto einmal duplizieren. Füllmethode subtrahieren. Filter. Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner, nach Gefühl anpassen und dann von dieser Tageslichtebene darunter noch eine schwarze Fläche. Dann kann ich auch je nach Farbstimmung das Blau noch reinbringen. Na, das ist zu viel. Ich lasse den Schwarz, ja, vielleicht ein bisschen ein Grau. Grau oder Schwarz, je nach Wunsch. Und die Tageslichtebene, die Deckkraft reduzieren. Und schon haben wir den Tag zur Nacht gemacht. Viel Spaß beim Probieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Maxl. Ciao.